Fluid Conduits. Das sollte eigentlich schon reichen. Und die Item Conduits, die haben wir hier. Und dann gucken wir mal, wo wir das hinstellen. So, Cyanide Reprocessor. Erstmal wollen wir das hier automatisch exportieren in unser System. Also brauchen wir hier ein paar Item Conduits, die den Output, den Waste, extrahieren. Genau. Wir haben, glaube ich, Braun als MI-Input, nicht wahr? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Genau, Braun ist der MI-Input. Oder nee, das ist eigentlich gar keine so gute Idee. Wir werden das direkt in den Cyanide Reprocessor reinstecken. Den können wir hier hinstellen. Warum auch nicht? Der Aqueous Accumulator muss leider von Wasser umgeben sein, deshalb kann man ihn hier nicht hinstellen. Geht leider nicht. Aber gut. Sei es drum. Item Conduit machen wir daran. Wie jetzt? Warum geht denn das nicht? Och, scheiße. Das kann doch nicht sein. Der Cyanide Reprocessor wird doch wohl mit Item Conduits funktionieren. Warum geht denn das nicht? Kann ich den nicht automatisieren? Das ging doch sonst. Okay. Wir probieren das nochmal, nicht wahr? Vielleicht ist der ja ein bisschen verwirrt. Nein. Warum geht denn das nicht? Das ist doch von Big Reactors. Warum funktioniert denn das nicht? Ah. Ich muss die Seiten definieren. Okay, mein Fehler. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass der standardmäßig sowieso eine der Seiten definiert hat, aber hat er nicht. Also muss man einfach nur definieren, ist ja kein Problem. So, und das kommt auch noch weg. Okay, also Cyanide Reprocessor, der soll links seinen Input haben, rot, und oben hat er seinen Output, grün. Und Wasser, das ist der blaue, okay, die Flüssigkeit hier. Das machen wir einfach mal von hinten, weil von da wird der Aqueous Accumulator pumpen, nämlich von draußen. Also erst einmal wollen wir ihm hier ein Item Conduit geben mit Input, aber das definieren wir noch nicht. Wir brauchen nämlich noch eine spezielle Farbe. Hier haben wir schon Cyan genommen für die Items für den Furnace. Deshalb benutzen wir hier die nächste Light Gray. Okay, und Always Active. Gut, da dürfte jetzt eigentlich noch nichts passieren, weil er nicht weiß, wohin damit. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie unseren Weg nach oben finden. Wahrscheinlich geht der hier entlang. Und dann... Ups, das ist aber schlecht hier. Disabled. Den werden wir da lang führen. Denke ich mal. Da oben wird bestimmt irgendwo ein Item-Conduit sein, wo ich rangehen kann. Zum Beispiel hier oben auf dem Reaktor. Das dürfte kein Problem sein. So, wunderbar. Das ist jetzt ins MI-System eingespeist und dann können wir da hinten auch sagen Light Gray Input und dann müsste das funktionieren. Ich liebe vernetzte Basen. Das funktioniert jetzt hier tatsächlich ziemlich gut. Gucken wir mal. Schwupp. Na, warum hat sich denn dieses Item Conduit jetzt nicht verbunden? Warum funktioniert es denn hier rüber nicht? Vielleicht ist der Knotenpunkt zu groß. Ich weiß nicht. Irgendwas funktioniert nicht. Auf jeden Fall ist das Cyanide Ingot jetzt hier drin. So. Hier werden wir den Output, das ist ja gut, dass der schon von alleine da ist, machen wir auf Braun. Always Active, dann kann das fertige Plutonium schon in das MI-System exportiert werden. Und dann werden wir noch einen Export-Bus machen, der den Reaktor automatisch mit neuem Yallurium befüllt. Oder mit neuem Plutonium. Ja, das weiß ich jetzt eben noch nicht. Vielleicht sollten wir beides definieren, damit er halt exportiert, was gerade da ist. Wenn wir alles Yallurium aufgebraucht hat, dann werden wir halt das Plutonium verwenden. Okay, der braucht natürlich noch Strom. Das hatte ich jetzt ganz vergessen, oder? Der braucht doch Strom, ja. Der braucht Strom. Also brauchen wir noch ein Energy Conduit. So, es laggt alles ein bisschen heute. Gehen wir daran. Ja, ich hatte Shift gedrückt, deshalb hat sich das nicht verbunden. Okay, das ist eigentlich gar nicht doof. Aber wie auch immer, wir brauchten es ja sowieso an dieser Stelle. So, der hat seinen Strom, das ist gut. Und jetzt gehen wir einfach mit dem Aqueous Accumulator nach draußen. Der braucht keinen Strom, der braucht auch kein Item Conduit.
Da brauchen wir aber ein paar Buckets, um wieder ein bisschen Wasser, ein bisschen Wasserfläche hinzusetzen. Ich weiß nicht warum, aber der ist halt tatsächlich so rückständig, er muss von Wasserblöcken umgeben sein, also streng genommen ist er nur eine Pumpe. Aber eine sehr effiziente und sehr schnelle Pumpe und von daher ist das eine Maschine, die ich eigentlich sehr gerne benutze für diese Zwecke. So, 1 und 2 und 3 und 4. Gut, wunderbar. Jetzt nehmen wir den Aqueous Accumulator. Der kann jetzt hier irgendwo, am besten nicht allzu weit weg, weil so viel Fluid Conduits haben wir nicht. Gehen wir mal da ran. So. Und gehen hier ran. So. Ja, ich habe dich schon gehört, aber ich dachte, du lässt mich vielleicht in Ruhe. Hast mich nicht in Ruhe gelassen. Dafür haben wir deinen Kopf bekommen. Großartiges Achievement. Verdammter Mist. Ja, Gott. Fluid Conduits zerstören. Gib mir das. Ohne Weiler wäre ich jetzt hier aufgeschmissen gewesen, weil ich überhaupt nicht gewusst hätte, welches Conduit ich anvisiere. So, gehen wir noch einen weiter. Und dann gehen wir hier in den Boden rein. Ja, das war eigentlich ein Block zu früh. Den bauen wir mal nochmal ab. Verdammt, warum dauert denn das so lange, den abzubauen? Merkwürdig. Manchmal dauert es lange, bestimmte Blöcke abzubauen. Ich verstehe mal nicht, warum. So, das bauen wir alles hier ab. Die vier Blöcke an seinen Seiten. Seine Seiten sind schon definiert als Input und Output gleichzeitig. Der hat halt nichts anderes. Und dann tun wir da die Water Buckets rein. So. Ich meine, könnte ruhig mal Not Enough Items, Inventory Tweaks ein bisschen entgegenkommen. So, der füllt sich hier schon brav mit Wasser. Und dann machen wir einmal so. Und sagen hier Extract, Always Active. Und da sagen wir Insert. Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig wäre. Ist jetzt doppelte Sicherheit. Und der verarbeitet jetzt zwei Cyanide Ingots zu in ein Plutonium. Man sieht den Fortschrittsbalken nicht so wirklich. Ich weiß nicht, warum man ihn nicht sieht, aber es ist egal, man sieht, dass es funktioniert. Und das ist jetzt eigentlich das Einzige, worum es geht. Man sieht, es funktioniert und er verarbeitet das Cyanide brav zu Plutonium. Jetzt wollen wir ihm nur noch das restliche Cyanide, was wir schon gebunkert haben, im MI-System auch zuführen. Das sollte manuell gehen, ich glaube nicht, dass das mehr als ein Stack ist. Und falls doch, dann dauert es halt ein bisschen länger, mein Gott. Und da sehen wir Plutonium-Ingot. Da als Use, man kann Ludicrite-Blocks bauen. Turbine-Controller, der braucht tatsächlich Plutonium, also man muss den Cyanide-Reprocessor bauen, wenn man eine Turbine bauen will. Ansonsten ist es, glaube ich, nicht wirklich nötig. Man kann es halt als Yellorium-Ersatz benutzen. Gucken wir mal, wir haben 152 Cyanide. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass es so viel geworden ist. Aber könnt ihr mal sehen, wir haben tatsächlich schon ziemlich viel Treibstoff verbraucht. Okay, das kann alles weg. Was haben wir denn jetzt noch an Yellorium? 65. Das ist tatsächlich nicht viel. Also wir brauchen einen Export-Bus. Gucken wir mal. Einen normalen MI-Export-Bus. Können wir leider nicht bauen. Wir haben kein Formation-Core mehr. Ist doch nicht wahr, verdammt. Wir haben auch kein Fluix-Dust mehr. Wie stellt man jetzt Flux Crystal her? Charged Surtis Quartz, Nether Quartz und Redstone. Okay. Also. Machen wir von mir aus so viel. Und davon machen wir auch so viel. Und dann machen wir noch Redstone. 5 Stück. Jetzt muss ich erstmal wieder zu meinem Charger. Ist der überhaupt noch lebendig? Lebst du noch, Charger? Jawohl. Du lebst noch. Ist ja wunderbar. Der Charger ist noch am Leben. Er macht nur irgendwie nicht wirklich seinen Job. Warum arbeitest du nicht, du Rotzgurke, verdammt? Na, so, diese verfluchte Maschine, ich verstehe sie nicht. Sie ist so verdammt willkürlich. Der ging jetzt viel schneller als der Erste. Der Erste hat ja ewig gedauert. Manchmal geht es augenblicklich. Das muss ja irgendwie eine zufällige Sequenz sein. Wie viel Ticks der braucht. Das ging augenblicklich eben, der eine. Ist ja nicht wahr. Na, nun los, nun komm, du mach schon schnell. Hier, hinne. Ich hab noch was anderes vor. Boah. So, okay. Eigentlich eine schöne Sache, dass wir jetzt hier einfach nach draußen springen können zu unserem Wasser, weil da haben wir ja immer noch keine vernünftige Quelle von.
Jetzt, wo ich das ganze Wasser gelöscht habe, ist natürlich sonst kein Wasser mehr übrig. Aber wir kommen von außen nicht rein. Verdammter Mist. Ich hatte gehofft, dass man von außen auch reinkommt, aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich nicht irgendwann mal gesagt hatte, dass da auch noch andere Eingänge gemacht werden sollen. Also von den Seiten noch andere Eingänge, von vorne, von hinten und so, dass es nicht nur einen Eingang gibt, sondern mehrere. Vielleicht sollte ich das mal irgendwann zwischen den Aufnahmen machen. Muss ich mal gucken. So, da machen wir nur 5 rein. Den Rest wollen wir behalten. So, weil es kann immer wieder mal sein, dass man die auch braucht. So, also Formation Core, wir brauchen noch einen Logic Processor, also noch 2-mal Gold. 2-mal? Nee, ich will doch nur einen Export-Bus. Wir brauchen aber auch eine Capacity Card. Und da brauchen wir einen Calculation Processor. Mit einem Pure Surtis Quartz Crystal. Komm schon. Wirklich? Ja. Verdammter Mist. Ach nein, es geht doch normal. Nein, hier. Calculation Processor. Pure Surtis Quartz. Surtis Quartz Seed made from Surtis Quartz Dust and Sand. Okay. Also, Surtis Quartz Dust und Sand. Da bekommen wir ein Seed raus. Mann, das ist jetzt wieder alles deutlich aufwendiger, als ich dachte. So, Surtis Quartz Seed. Item won't despawn. Und ich habe die Crystal Growth Accelerator abgebaut. Nicht wahr? Jawohl! Okay, Crystal Growth Accelerator abgebaut. Dann brauchen wir nochmal Buckets. Warum habe ich denn hier 2 Water Buckets? Ist egal. Müssen wir nicht verstehen. Da haben wir ein ME Glass Cable. Und nur 3 wir gucken mal, ob das hinhaut. Wir stellen hier einen hin. Da und da und da. Dann machen wir hier Wasser in die Mitte und hoffen, dass das reicht und funktioniert. Ich weiß es jetzt natürlich nicht. Da machen wir einen hin. Und dann machen wir... Nein, es reicht natürlich nicht. Da machen wir einen hin und da machen wir einen hin. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Verdammter Mist. Gib mir mal das Fluix-Cable. Ich glaube, wir konnten noch mehr davon bauen, aber ich habe es nicht getan, weil wir es nicht gebraucht haben irgendwie. So. Bam. Jawohl. Gut. Also, da machen wir einen hin und da... Und da und da. So. Und jetzt kommen da die beiden Fluix Seeds rein. So, die werden jetzt relativ schnell wachsen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Meine Fresse. Also wir brauchen immer noch einen Logic Processor. So. Dann brauchen wir auch noch eine Calculation. Aber das kommt dann später. Dann brauchen wir auch noch 2 Redstone. Und wir brauchen mehr Silicon. So. Das können wir jetzt ruhig alles manuell machen, bis das da fertig ist. Das sollte eigentlich nicht allzu lange dauern. Und dann kann ich mich wenigstens damit beschäftigen, dieses Silicon zu pressen. So, wie sieht's aus? Nicht sonderlich. Sieht noch nach gar nichts aus, aber das wird schon. Hier ist jedenfalls unser Logic Processor. Und... Der Calculation Processor kommt dann, sobald das da fertig ist. Wie sieht's denn hier aus? Ah, fertig, wunderbar. Das dauert also tatsächlich nicht allzu lange. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Fluix Cable. Vielleicht auch Fluix Conduit. Das weiß ich noch nicht, wie das am besten realisierbar ist. Wir können hier... Warum ist denn da ein Item Conduit? Das nehmen wir mal mit hier. Das brauchen wir hier nicht. Wir könnten... Nee, wir können eben nicht. Wir müssen hier tatsächlich mit dem ME Conduit hier oben rüber gehen. Und dann da durch das Loch durchgehen. Okay, also wir brauchen viele ME Conduits. Gut. Wollen wir mal gucken, was man dafür braucht. Oder nein? Nein. Wir warten jetzt erstmal, ob das da fertig ist. Oh, das ist fertig. Ah, Pure Surtis Quartz Crystal. Fertig. Wunderbar. So, dann bauen wir das... Ach Gott, bitte nicht. Warum habe ich den Eimer weggetan?